Hallo meine Freunde, heute stelle ich mal vor von der Firma HGL RC an Lötkolben, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind. Soll es mal anschauen, mal testen. Und da die sagen, das tun wir. Kommen dort der Lötkolben, wie man schon sieht, in so einer Tasche drinnen. Komplett in Carbon abgehalten die Tasche. Was super feinen Eindruck macht, oben auf das HGL RC Logo. Da die sagen, schauen wir mal rein, was uns da drin erwartet. Da haben wir einen Lötkolben, das ist der RC2 Lötkolben, der komplett in Transparent gehalten worden ist. Siehst du, da steht die Elektronik drin, was mir ganz gut gefällt. Schaut recht lustig aus, super aus. Hinten haben wir schon mal eine 3,5er Klinke für einen Stromanschluss, USB-C Kabel, dass man ein Firmware-Update machen kann, was für eine Sache ist. Dann schauen wir weiter, was noch drin ist. Da ist der eine zum anderen die Lötspitze drin. Die kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das ist eine kurze Lötspitze. Wenn man die reinsteckt, geht die bis daher. Und es gibt eine längere, das quasi doppelt befeuert wird. Aber einmal gelangt völlig und völlig ausreichend. Datisum. Da kann man es einstellen. Wenn man einen Lötkolben hat in der Hand, da stellt man es ein, dann macht man es fest. Und dann kann man löten. Dann haben wir noch weiter, was noch drin ist. Da haben wir XT60 Kabel und eine 3,5er Klinke, was man hinten einsteckt, wo man es befeuern kann mit Strom. Das Kabel hat eine Kabellänge von 1 Meter. Hinten ein XT60 Stecker für Akku von 3 bis 6S fähig, was der Lötkolben ist, und von den 3,5er Klinke. Das ist um. Dann gucken wir mal. Da haben wir noch, was noch drin ist. Da haben wir einen Imbusschlüssel und zwei Reserve-Scheiben für vorne zum Festschrauben. Die können wir uns mal gleich mal festmachen. Den machen wir uns gleich mal fest, dass da nichts fehlt. Also ein bisschen eine Fricklerei. Ich hoffe, dass man es sieht in der Kamera, aber es muss ja nicht viel halten. Und das mit Gefühl festziehen, feine Sache. Da auch noch ein bisschen fest. Gut, halt, passt. Was haben wir da noch mit dabei? Safe-Light-Karte, einen QR-Code über Bedienungsanleitung, wo man sich runterladen kann für den Lötkolben, wie man einstellt und. Aber ich sage, das ist fast alles selbsterklärend. Sprache ist da drin Englisch und Chinesisch. Wir brauchen sie wahrscheinlich in Englisch und so fahren wir fort. Dann stecken wir mal ein, hinten rein. Dann schauen wir uns einmal an, wie befeuern jetzt mal mit einem 4S-Lipo. Gehen wir mal drauf. Strom. Haben wir schon gesehen, HGL RC-Logo. Aktuelle Temperatur sind 420 Grad jetzt, was die Lötspitze hat. An Lötkolben kann man einstellen bis zu 450 Grad. Also da geht einiges. 450 Grad Temperatur und runter geht er, weiß jetzt gar nicht, bis 100 Grad. Aber 100 Grad kann man nicht löten, also ist das egal. Dann stellen wir mal ein auf 350 Grad. Und wenn ich jetzt stopp, wenn ich jetzt da vorne drauf drücke, dann befeuert das Teil Strom. Drücken wir drauf. Bisschen drauf bleiben muss man da. Work, und dann sieht man da schon, wie die Temperatur ansteigt. Und das geht wirklich rasend schnell. Rasend schnell ist relativ. Ich sage mal, da gibt es Zeiten von 3S, geht er langsamer, die Temperatur nicht so schnell hoch wie mit 6S. Da haben Zeiten bis zu 13, 15 Sekunden dazwischen, was quasi Unterschied ist. So, 300 Grad, dann wollen wir, da habe ich ein bisschen Lötzchen, da man sieht, dass es auch geht. Also wirklich feine Sache. Lötet für unterwegs im Feld draußen, ist das echt eine feine Sache. Kann man mal stopp, dann kann man auch schnell mal ins Menü ein bisschen reinschauen. Das werde ich jetzt aber nicht alles durch erklären. Man kann Flip einstellen, dass das
0,19 Zoll Display, dass es dreht, quasi für einen Linkshänder, dass es flippt. Ich habe es jetzt auf rechts eingestellt, weil ich Rechtshänder bin. Ne? Man kann das OLED-Display, die Helligkeit einstellen. Man kann alles einstellen an dem Teil. Also, wenn man drauf bleibt, 160 Grad ist jetzt Bridgeness, Helligkeit. Man kann alles einstellen, wie man möchte. Also Firmware updaten und. Gut, wenn er angesteckt ist, geht er sogar selber wieder raus. Ich habe auf Stopp gemacht, darum fällt die Temperatur wieder ab. Echt eine feine Sache, das Teil. Gefällt mir. Und ich werde ihn definitiv nutzen, wenn er nicht sogar meine normale Lötstelle ablöst. Dann würde ich sagen, schauen wir mal zum Vergleich. Das ist jetzt quasi der RC2 gewesen. Lötkolben. Dann schauen wir mal den Lötkolben an, was wir auch noch zur Verfügung gestellt haben. Was da drin ist. Und das ist der RC1 Lötkolben. Der RC1 Lötkolben. Der hat einen USB-C-Anschluss. Und wird befeuert auch, wie gesagt, von 3 bis 6S. Der hat genauso ein 0,91er OLED-Display, feine Sache. Da vorne wird die Lötspitze eingesteckt. Da ist es ein bisschen anders da, wie beim RC2. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Jetzt schauen wir noch einen Packungsinhalt da, was beim RC1 dabei ist. Die Lötspitze wird da schon mal sauber drinnen. Also eine Schachtel, Aufbewahrungsschachtel, dass nichts, gar nichts fällt oder fallen kann, mitgeliefert. Die Lötspitze wird da bei dem bloß, mal schon eingesteckt schon. Oh, ja. Jetzt ist es eingesteckt. Kann man das noch hier dran, wie man es braucht. Gut. Dann schauen wir da noch. Da ist ein XT60 Stecker. Auf USB-C-Anschluss. Das Kabellänge hat auch genau 1 Meter. Also nehmen Sie nichts zum RC2. Steckt man gleich mal ein. Firmware-Update kann man bei dem genauso machen. Das geht dann alles über das Kabel oder sprich Handykabel oder sonst was, was du schließt. Und gut, dann kannst du das quasi über Handykabel, kannst du auch beim RC1 Firmware-Update machen. Feine Sache. Da haben wir das gleiche wieder. Manuell. QR-Code, wo man runterladen kann, quasi Bedienungsanleitung. Beim RC1 ist sogar noch so ein Lötpad, so ein Putzer und so ein Abstell, wo man quasi einen Lötkolben drauflegen kann, wenn man unterwegs ist oder daheim. Ups, geht das auf? Ja. Da zum Betriebfreie Wasser rein, wo man dann quasi die Lötspitze sauber machen kann. Feine Sache. Das tun wir ein bisschen beiseite, weil dann zwei identische Taschen, also zur Taschen brauche ich nicht mehr sagen. Dann sage ich mal, bevor wir den auch einmal, weil da ist mir schon was auffallen, wenn ich den anstecke, auch auf 4 ist, HGLRC beim Start. Beide haben einen Überwachungssensor drin, Hitzesensor drin, für Überhitzung und. Also einen Pieper drin. Man kann beide einschalten oder einstecken, sage ich mal, dass beim Einstecken schon aufheizen sollen oder erst wenn man auf Start drückt. Ich mag das lieber auf Start, weil sonst nicht, dass du den Finger verbrennst. Das ist dann nicht so gut. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen in der Kamera, das Display. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns da mal die Temperatur an. Wie schnell der aufgeheizt. Jetzt gehen wir auf 500 Grad. Oh, mal schauen, ob man das sieht. Jetzt gehen wir auf 500 Grad und schalten mal auf Start. Stopp. Vorführeffekt. Work. 279, 430, 450. Also, ich habe auf 450 gestellt. Ja, das passt ja. Ruckzuck ist, also der ist nochmal schneller wie der RC2, finde ich, obwohl der RC2 im Endeffekt, wie er 2er ist, der Nachfolger ist. Aber er ist ein kleiner und dafür kann er das im Endeffekt viel schneller aufheizen. Und da kannst du sofort, hoppala, hoppala, kannst sofort
losliegenden Löten. Also wirklich eine feine Sache. Du kannst da unterm Laufen, laufenden System quasi beide Temperatur auf 300 runterfahren lassen, dann bleibt er bei 300 stehen und hält da die Temperatur oder 350, wo es halt lötet, so wie man halt lötet. Oh Mann, ich hoffe, das sieht man alles in der Kamera gescheit. Da fällt er dann runter auf 300 oder wenn ich wieder an 250 oder 350, 450 aufgehe, also ist der sofort da. Also wirklich eine feine Sache. Jetzt drücke ich mal da auf Stopp. Weil, wenn ich jetzt nicht löte, brauche ich nicht zu fetzen, weil ich weiß, ist er noch. Weiß, ist er definitiv noch. Was eine feine Sache ist. Und alles in Kugelschreiberformat, also wirklich, wo man echt sauber hinkommt, dass man da was löten kann. Feine Sache. Echt, frei mit tierisch, feine Sache. Und ich muss sagen, das wäre mein täglicher Reisebegleiter, wenn ich zum Führen gehe. Wenn du mal ein Kabel abreißt, schnell am Fett draußen was läten, ob es dann Lipo an 3 ist, steckst oder an 6 ist oder 4 ist, 5 ist, völlig egal. Anstecken und dahin geht's. Zu den ganzen Einstellungen jetzt, da gehe ich jetzt nicht wirklich drauf ein, weil im Endeffekt kann man da wirklich alles einstellen. Schutz vor Überspannung, Schutz vor Unterspannung, er hat eigentlich, die haben alles drinnen, was das Wunsch Herz begehrt, sage ich mal. Ja. Dann würde ich sagen, bleiben wir auf der Höhe. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bedanke mich auch nochmal an HGLRC recht herzlich, dass wir die zur Verfügung gestellt haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und ein Like, hat mich gefreut. Dann bis zum nächsten Mal. Gell? Ah ja, und die Lötspitzen kann man alle nachkaufen, die relativ günstig sind. Also da gibt es gar nichts. Okay, gut, dann bedanke ich mich. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Für euch.